Ja, Regen am Muttertag heute. Die SG 09 am letzten Spieltag bei Rot-Weiß Oberhausen zu Gast im Stadion Niederrhein. Alles Gute allen Müttern erst nochmal zum Muttertag natürlich an dieser Stelle. Wir freuen uns auf das letzte Spiel. Wir sind auch froh, dass die Saison ehrlich gesagt ein Stück weit dann auch vorbei ist. Wir waren frühzeitig gerettet, die Ziele absolut erreicht. In diesem Zusammenhang herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SG 09 Watt TV. Die 09er bei Rot-Weiß Oberhausen, wie gesagt, zu Gast. Schauen wir mal, wie die Partie hier im Stadion Niederrhein ausgeht. Hier die Highlights. Rot-Weiß Oberhausen gegen die SG 09. Es war nicht einfach für beide Mannschaften im strömenden Regen hier im Stadion Niederrhein zu spielen. Die 09er in der 8. Minute mit der ersten Möglichkeit. Sebastian van Santen auf. Jonas Erwig-Drüppel, der kann sich da durchsetzen, dann mit der Picke über den Kasten von Udegbe. 9. Minute, eine Minute später. Schöner Angriff der Oberhausener, muss man so neidlos anerkennen. Und dann steht Odenthaler allein vor Steffen Schabaum und er lässt sich diese Chance nicht entgehen. Das frühe 1:0 für die Gastgeber in der 9. Minute. Die 09er, 23. Minute, Freistoß Manuel Glowacz. Sebastian van Santen wühlt sich da durch, dann Serdar Bingöl und Daniel Heber rettet da in höchster Not. Tolle Bewegung nochmal von Sebastian van Santen. Flanke auf Felix Klever, kommt da nicht ran. Und dann kann RWO klären. Dann dieser klasse Angriff der 09er nach dem Einwurf. Jonas Erwig-Drüppel, Manuel Glowacz, Sebastian van Santen wieder. Jonas Erwig-Drüppel, toller Ball auf Steve Tunga. Und der Junge macht das 1:1. An alter Wirkungsstätte der Ausgleich, sein erster Saisontreffer und auch sein erster Treffer in der Regionalliga. Großer Jubel bei den 09ern. Klasse Jubel hier nochmal mit Kumpel Jobo Yamba. Schauen wir uns in der Zeitlupe gerne nochmal an. Klasse den Ball mitgenommen und dann eiskalt verwandelt und der sensationelle Jubel von Steve Tunga, klasse Aktion, 1:1 zur Pause dann und in der zweiten Halbzeit zunächst die Oberhausener mit der ersten Möglichkeit, knapp am Tor vorbei hier der Abschluss von RWO, dann eine knifflige Szene, die 09er kämpfen sich den Ball, Laufduell Nakovic gegen Jobo Yamba und da fordern die 09 Fans und auch die 09 Bank einen Freistoß bzw. einen Elfmeter, doch den gab es leider nicht. Dann der Freistoß für die Oberhausen, dann gefährlich. Der Ball tickt nicht richtig auf. Probleme für Steffen Schabaum. Und Tarik Kurt bringt es fertig, den Ball glücklicherweise am Tor vorbeizuschießen. Dann Jonas Erwig-Drüppel, klasse durchgesetzt. Die Flanke in die Mitte auf Anjo Langer. Und da wäre fast das 6. Saisontor für unser Linksverteidiger gewesen. Aber diesmal trifft er den Ball nicht richtig und dementsprechend blieb es beim 1:1. 86. Minute, schöner Ball von Manuel Glowacz auf Jobo Yamba. Da muss er direkt abziehen, tut er nicht und dann verdribbelt er sich. Und dann können die Oberhausener diese gefährliche Situation klären. In den letzten Sekunden nochmal RWO mit etwas Druck. Die 09er stemmten sich letztlich erfolgreich dagegen. Es blieb beim 1:1 hier in Oberhausen. Vielen Dank für eine tolle Saison und wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Bis dahin, macht's gut. Die beiden ehemaligen Oberhausener heute 1:1 bei Rot-Weiß Oberhausen. Steve, erstes Saisontor.
Komm mal erstmal auf den Jubel zu sprechen. Ich hab echt gedacht, du brichst dir das Genick. War das so geplant? Ja, natürlich. Komm mal auf. Ich habe früher Gymnastik gemacht. Ja. Wenn ich klein war, Kinderbodentouren. Und deshalb habe ich das nicht drauf. Nein. Geplant war es nicht. Irgendwie einfach Freude raus. Geil. Irgendwas gemacht. Ja. Nicht Genick gebrochen, deshalb alles gut. Hast du dich dann nachher bei den Fans von Oberhausen nochmal beklatscht, als du verletzt warst oder was? Oder war es aus Spielereien? Nein, Quatsch. Nee, ich hatte mir wirklich was getan. Ja, und da die mich so angefeuert haben, da ich wieder reingekommen bin, habe ich mich bedankt. Aber ja, dann kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Daniel, letzter Einsatz für 09. Dein Weg führt nach Bocholt, wie wir gehört haben. Aber trotzdem nochmal was Schönes, dann auch gerade im Oberhaus jetzt nochmal 10 Minuten Einsatzzeit bekommen zu haben. Ja, ich bin dem Trainer dankbar, dass er mir nochmal ein paar Minuten in der Regionalliga gegeben hat. Jetzt, dass es beim Ex-Verein war, ist nochmal besonders schön. Aber damit ist das Kapitel auch zu Ende und ich freue mich jetzt auf die neue Aufgabe. Danke euch. Alles Gute zum Muttertag natürlich an alle Mütter. Ganz wichtig. Wollen wir nicht vergessen. Und ja, alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall. Schöne Sommerpause. Danke. Ja, so erstmal zusammen. Ich glaube, über die 90 Minuten gesehen, denke ich, dass das Ergebnis in Ordnung ist. Für beide Seiten. Zwar ging es bei uns nicht mehr um so viel, aber wir wollten nochmal einen positiven Abschluss. Das heißt, wir wollten hier was mitnehmen. Das haben wir erreicht. Ich glaube, dass wir ein bisschen schwierig reingekommen sind. So nach dem Gegentor, denke ich, haben wir mehr fürs Spiel getan, etwas mehr als Oberhausen. Ich glaube, dass wir da auch verdientermaßen auf das 1:1 erzielt vor der Halbzeit. Ich glaube, zweite Halbzeit war es so offener Schlagabtausch, gab es auch. Torchancen auf beide Seiten. Letztendlich ist das Ergebnis gerecht und kann da meine Jungs auch nur ein riesen Lob aussprechen, was sie da in der gesamten Saison abgeliefert haben, auch heute. Weil wir wollten unbedingt hier was mitnehmen. Ich denke, das hat auch jeder gesehen. Und ja, damit haben wir unser Ziel erreicht und einen positiven Abschluss nochmal. Ich wünsche dem Main und Rot-Weiß Oberhausen fürs Pokalfinale alles Gute. Ja, zum Spiel, klar, wir sind früh in Führung gegangen und ich denke, für jede Mannschaft, gerade für uns auch immer wichtig. Danach, ja, hat schon ein bisschen mehr gemacht, aber da habe ich halt von meiner Mannschaft halt vermisst, dass wir dann halt mehr Ballbesitz spielen, dass wir halt noch immer wieder gute Chancen haben, wo wir halt noch mehr erzielen können. Da waren wir halt nicht sauber genug, ein bisschen egoistisch und kriegen dann halt. Ja, so ein Gegentor halt, was mich auch so ein bisschen ärgert, wo wir halt zu weit reinrücken, sodass er halt komplett frei aufs Tor schiebt, das Ding einschieben kann. Ich denke, dann geht es auch gerecht irgendwo in der Halbzeit. Ich denke, dass wir danach auch viel investiert haben. Klar, war anscheinend wieder gefährlich, aber ich glaube, die klaren Dinge hatten wir, glaube ich, wo man da halt ein bisschen mehr raus erzielen hätten können. Da hat auch so ein bisschen halt die Cleverness gefehlt. Gerade Tarek läuft, glaube ich, zweimal rein und ruhig. Ich glaube, einer muss er querlegen. Steini nicht mutig genug. Aber im Großen und Ganzen, klar, kann man mit dem Ergebnis leben, weil Wattscheid war halt immer wieder gefährlich. Mit den schnellen Spielern vorne muss man halt immer aufpassen. Und ich denke, im Großen und Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung. Wir wollten, klar, wollen wir halt gewinnen, weil wir halt noch zwei, drei Plätze steigen wollen. Aber es ist halt nicht so wichtig. Für mich ist halt wichtig, dass sich keiner verletzt hat. Und ja, ich glaube, dass der eine oder andere auch schon mit den Gedanken, wo man dann immer nicht angesprochen hat, dann im Spiel war. Ja, ich bin jetzt einfach froh, dass wir das letzte Spiel nicht verloren haben. Die Tribüne wurde eingeweiht, da war eine Riesenstimmung. Das macht Spaß. Und ja, ich glaube, dass gegen Essen halt nochmal ein bisschen mehr Stimmung kommen wird. Und ja, dann Fahrrad wünsche ich alles Gute. Spielt eine Riesensaison mit den Mitteln. Und ja, wir werden uns jetzt. Auf das Pokalspiel vorbereiten, auf das Endspiel. Da müssen wir uns sehr viel steigern, wenn wir das gewinnen wollen. Aber ich glaube, dass gerade bei uns auch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und ja, ich freue mich auf die Woche und hoffe, oder wir werden nächstes Jahr auch den Pokal gewinnen. Und dann ist das für uns eine Riesensaison, weil ich glaube, wir wurden jetzt vor 20 Jahren gewonnen und wir sind einfach reif. Und ja, das reicht auch.